Ja, liebe Freunde der chronischen Gesundheit, herzlich willkommen zu einem neuen wertvollen Gespräch. Heute mit einem besonderen Professor, Professor Dr. Peter Dartsch. Er ist von Hause aus eigentlich Diplom-Biochemiker und führt ein unabhängiges zellbiologisches Institut, in dem er spannende Dinge untersucht, zu denen er uns gleich noch nähere Ausführungen gibt. Herr Professor Dartsch, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ja, es ist nicht so einfach, über meinen täglichen Alltag zu reden, weil einfach die ganze Situation relativ komplex ist. Ich möchte aber vorher an einer anderen Stelle anfangen, und zwar von dem Hintergrund, der mich dazu geführt hat, solche Untersuchungen hier in unserem privaten Forschungsinstitut durchzuführen. Sie hatten es schon gesagt, Frau Suffner, von Haus aus bin ich Biochemiker, das heißt, ich habe Biochemie studiert an der Universität Tübingen. Bin aber bereits schon sehr früh, nämlich zur Diplomarbeit in den zellbiologischen Bereich der Humanphysiologie gegangen. Das ist eine andere Fakultät, aber natürlich an der gleichen Universität. Habe dort Diplomarbeit gemacht, habe promoviert, habe habilitiert, habe dann, ich weiß gar nicht mehr genau, glaube 1996 oder 97, sowas in diesem Dreh, meine außerplanmäßige Professur erhalten. War dann stellvertretender Institutsdirektor im Bereich der Arbeitsmedizin gewesen und bin 2002 ausgeschieden aus dem öffentlichen Dienst. Der Grund war der, dass ich mich in meinen Möglichkeiten, in meinen Kreativitäten, die sich rund um die Forschung erstreckt haben, irgendwie eingeengt fühlte auch. Es gibt ja den, nennen wir es mal, universitären Kristallpalast, den man möglichst nicht verlassen sollte. Und von der Seite her bin ich dann 2002 aus dem öffentlichen aktiven Dienst ausgeschieden. Ich habe natürlich nach wie vor Vorlesungen gemacht, sonst hätte ich Professur zurückgeben müssen und habe dann eine Firma gegründet, die sich ausschließlich mit tierversuchsfreien Untersuchungsmethoden anhand von Zellkulturen und Zellkulturmodellen beschäftigt. Und ja, das machen wir jetzt seit über 20 Jahren, mit durchaus sehr großem Erfolg. Wir haben halt einige Alleinstellungsmerkmale in der Zwischenzeit kreiert, die auch dazu führen, dass viele Nachfragen rund um die Welt, muss ich sagen, bis hin nach China, USA, Australien, Neuseeland kommen, für die wir dann entsprechend natürlich die Untersuchungen durchführen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Vorstellung. Und genau aus diesem Grund bin ich ja auch auf Sie zugekommen. Wir haben ja auch, oder ich habe einige Produkte in die Welt gebracht zum Thema Blaubeeren und wollte einfach mal wissen, was steckt wirklich dahinter? Und das war ja dann die Intention zu sagen, Mensch, Professor Dartsch, ein unabhängiges zellbiologisches Institut. Schick es ihm doch mal und lass doch diese Produkte mal auf die förderlichen Wirkeffekte testen. Und Sie haben das netterweise getan. Wie können wir uns so etwas vorstellen? Wie funktioniert so etwas? Wie gehen Sie da vor? Grundsätzlich ist der Begriff förderliche Wirkeffekte ein sehr allgemeiner Begriff. Das heißt, wir können ganz unterschiedliche Untersuchungsverfahren anwenden, um zu schauen, an welcher Stelle wir bei einer Vitalstoffkombination beispielsweise positive förderliche Wirkeffekte bekommen. Das heißt, es ist zunächst einmal ein Screening, weil man kann natürlich anhand der Inhaltsstoffe schon gewisse Rückschlüsse ziehen, was aus der medizinischen Anwendung bekannt ist. Aber oftmals erlebt man auch Überraschungen, einfach deswegen, weil Inhaltsstoffe durchaus auch antagonistisch wirken können. Das heißt, sich gegenseitig abschwächen können, anstatt sich in ihrer Wirkung zu verstärken. Das heißt, wenn wir eine Vitalstoffkombination mit vielen verschiedenen einzelnen Wirkstoffen haben, kann das unter Umständen sein, wenn man Wirkstoffe hier weglässt, dass man ein höheres Potenzial bekommt, einfach weil wir hier keine gegenseitigen Hemmungen, also antagonistische Prozesse haben. Das heißt, wir fangen an mit einem Pre-Screening, wo wir untersuchen Zellvitalität, wir untersuchen den Energiestoffwechsel der Zellen, wir untersuchen zellregenerative Prozesse, aber auch Prozesse, wo speziell die Bildung
beziehungsweise Hemmung der Bildung von Radikalen eine außerordentlich wichtige Rolle spielt. Und damit sind wir natürlich bei einem Thema, was viele Menschen beschäftigt. Das ist nämlich das Stichwort oxidativer Stress. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, was ist oxidativer Stress? Wie kann man das alles zurückführen? Und gibt es Möglichkeiten, diesen oxidativen Stress zu vermeiden? Und genau das haben wir dann schließlich und endlich auch mit Ihren Vitalstoffkombinationen durchgeführt. Dieser oxidative Stress, wozu kann der denn führen, wenn so etwas in einem Gewebe abläuft? Grundsätzlich muss man mal unterscheiden zwischen einem oxidativen Stress, der von außen aus der Umwelt kommt, auf uns einwirkt. Das sind Umweltverschmutzungen, das sind Feinstaub, das sind Xenobiotika etc. etc. Das sind viele Sachen, elektromagnetische Felder beispielsweise auch, geopathische Störfelder, die auf uns einwirken und bei sehr sensitiven Personen dazu führen können, dass die innere Balance gestört wird. Das heißt, es werden mehr Sauerstoffradikale im Energiestoffwechsel produziert, nämlich in den Mitochondrien, wo dann unsere Stoffwechselenergie in Form von Adenosintriphosphat oder ATP produziert wird. Und das geht immer einher mit der Bildung von Radikalen in dieser sogenannten Atmungskette. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir brauchen auch diese Radikale, damit wir Signale zwischen den verschiedenen Zellen austauschen können. Die sind wichtig als Informationskaskade. Nur, wenn wir jetzt unter Stress uns befinden, nennen wir jetzt in diesem Falle den Umweltstress, dann produzieren wir mehr Radikale, als unser Organismus durch seine spezifischen Enzyme entgiften kann. Die Folge ist ein Radikalüberschuss. Und erst dann redet man von einem oxidativen Stress. Das ist also einmal die eine Seite, nämlich aus der Umwelt. Die andere Seite, wir haben auch in unserem Organismus Zellen, die aktiv Sauerstoffradikale, sogenannte Superoxidanionradikale, bilden können. Die haben eine Abwehrfunktion, und zwar im Blut. Das sind sogenannte neutrophile Granulozyten, die gehören zu den weißen Blutkörperchen, repräsentieren die Hauptfraktion dieser weißen Blutkörperchen und gehören zur unspezifischen, primären, angeborenen Immunabwehr. Das heißt, es hat jeder. Wenn jetzt ein Krankheitskeim oder Krankheitserreger in die Blutbahn gelangt, indem man beispielsweise sich in den Finger sticht mit irgendeinem schmutzigen oder verschmutzten Messer oder irgendeinem spitzen Gegenstand, dann erkennen diese neutrophilen Granulozyten, die im Blut umeinander schwirren, erkennen das als körperfremd, wenn hier jetzt sogenannte pathogene Keime oder überhaupt Fremdkeime auftreten, wandern aktiv auf die zu, umschließen sie, produzieren dann selbst diese Sauerstoffradikale, um diese umschlossenen Bakterien abzutöten. Und anschließend, ich sage es jetzt mal relativ salopp, schlabbern diese Zellen die Reste der abgetöteten Zelle auf. Und deswegen nennt man die auch im Blut Fresszellen oder im Fachterminus Phagozyten. Jetzt haben die einmal diese Funktion, haben aber auch eine zweite, nämlich eine eigentlich unerwünschte Funktion. Nämlich, wenn wir einen Entzündungsherd in unserem Organismus haben, dann werden durch entsprechende Substanzen werden diese neutrophilen Granulozyten angelockt, wandern aus der Blutbahn ins Gewebe ein und bilden dort ebenfalls ihre Radikale. Nur, jetzt sind sie im Gewebe und auf diese Art und Weise kann es, dann kommen wir sozusagen zum zweiten Teil Ihrer Frage, zu Gewebezerstörungen kommen, weil Sauerstoffradikale hochreaktiv sind, Lipide oxidieren können, man spricht auch von der Lipidoxidation, Zellmembranschäden verursachen können dadurch. Sie können sogar hingehen und auch das Erbgut schädigen. Oxidativer Stress wird auch diskutiert im Zusammenhang mit verschiedenen Krankheiten, dass die als primäre Auslöser hier tatsächlich auch eine entscheidende Rolle spielen könnten. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen unerwünschten Effekt.
Und dieser unerwünschte Effekt neben den Gewebeschäden kann auch dazu führen, dass bestimmte Gesundungsprozesse im Organismus, sagen wir zum Beispiel Wundheilungsprozesse, sagen wir Entzündungen, verzögert ablaufen oder sogar chronisch verlaufen. Und auf diese Art und Weise machen die Radikale, die eigentlich primär was Gutes darstellen, nämlich eine Signalinformation, Abwehrfunktionen, aber im Gewebe machen sie was ganz Schlechtes, was wir eigentlich gar nicht möchten. Das heißt also, es gilt, Radikale benötigen wir auf der einen Seite, aber eben nicht zu viel. Richtig. Und da ist das Wort Gleichgewicht sozusagen, alles muss im Gleichgewicht sein. Und dann ist das auch der Grund gewesen, warum Sie Zellen, dann werden Sie sicher noch erklären, differenziert haben, eben zu diesen funktionalen Neutrophilen, weil genau hier letztendlich angesetzt werden muss. Und Sie haben da dann geschaut, inwieweit können wir diesen Weg der übermäßigen Radikalbildung stoppen, beziehungsweise wo setzt dieses Produkt hier eventuell an? Genau so ist es. Man muss sich vorstellen, man kann natürlich aus dem Blut von einem Spender, beispielsweise auch aus meinem eigenen Blut, neutrophile Granulozyten gewinnen. Nur haben wir natürlich sehr starke interindividuelle Schwankungen von Proband zu Proband. Man müsste hier ein großes Kollektiv nehmen. Das ist alles sehr kompliziert und schwierig zu handhaben. Deswegen greift man in der Zellkultur auf sogenannte humane Promyelozyten zurück. Hört sich fürchterlich an, ist aber eine Zelllinie, die schon sehr, sehr alt ist, ich glaube 40 oder 50 Jahre, habe es gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Und diese Zelllinie kann man nehmen und kann sie durch Zugabe eines chemischen Agents, nämlich Dimethylsulfoxid, kann man über einen sechstägigen Zeitraum diese Zellen zu funktionalen Neutrophilen umfunktionieren oder differenzieren. Deswegen funktional, weil sie ja eigentlich gar keine neutrophilen Granulozyten sind, aber nach Stimulation in der Lage sind, Sauerstoffradikale, nämlich die schon erwähnten Superoxid-Anion-Radikale zu bilden, genauso wie die neutrophilen Granulozyten, die sich in einem entzündeten Gewebe befinden. Und dann kann man natürlich hergehen und kann durch Zugabe einer entsprechenden Wirkstoffkombination oder eines entsprechenden Wirkstoffes untersuchen, inwieweit die Bildung der Radikale durch diese funktionalen neutrophilen Zellen gehemmt wird. Und daraus kann man dann wiederum Rückschlüsse ziehen auf ein, nennen wir es, entzündungshemmendes Potenzial, ohne dass man vorher in der Klinik entsprechende Untersuchungen gemacht hat. Wir befinden uns ja mit unseren Untersuchungen im Bereich der sogenannten präklinischen Forschung, also der Forschung, bevor Untersuchungen an freiwilligen Probanden im Bereich der Klinik durchgeführt werden. Und genau da haben Sie jetzt praktisch angesetzt und mit dieser, nachdem Sie die Zellen differenziert hatten zu diesen funktionalen Neutrophilen, haben Sie einfach geschaut, wie sind die in der Lage, diese Radikalbildung zu reduzieren, um damit einen förderlichen Effekt auf unseren Organismus zu erhalten? Richtig. So war die Vorgehensweise im Endeffekt gewesen. Ja, ich meine, wir haben die Produkte Blue Antox in den verschiedenen Versionen untersucht, indem wir sie direkt, bevor wir die Zellen zur Bildung dieser Radikale angeregt haben, das ist ein entsprechendes Reaktionsgemisch, und die Bildung dieser Radikale hat auch noch einen bestimmten Terminus, den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn er ein bisschen kryptisch ist, aber er heißt schlicht und einfach oxidativer Burst. Der Burst, Ausbruch, oxidativ, also Radikalausbruch gewissermaßen. Und in diesem oxidativen Burst werden diese Superoxid-Anion-Radikale gebildet. Und wir schauen dann, inwieweit die Bildung dieser Radikale abgeschwächt wird, weil dann eine Farbreaktion in diesem Reaktionsgemisch nicht mehr im gleichen Ausmaß abläuft, weil diese Radikale spalten diesen Farbstoff. Dadurch ändert der wiederum seine Farbe. Und wenn die Farbänderung geringer ist, dann werden die Radikale
in ihrer Aktivität abgeschwächt, das heißt, es werden weniger gebildet, oder auch im Reaktionsgemisch die bereits gebildeten Radikale verstärkt abgefangen und inaktiviert. Ah, jetzt wird auch dieses Bild klar, das werden wir dann noch einfügen, was Sie beigefügt hatten von der Zellkulturschale, eben mit Jawohl. diesem Farbverlauf. Dann kann man das ja Genau. genau sehen. Deswegen habe ich das auch jetzt noch ein bisschen erläutert, Sehr gut, ja. dass man das nachvollziehen kann. Sehr gut, sehr gut. Und das ist ja jetzt eine positive Reaktion, die Sie festgestellt haben. Was würde das jetzt für die Menschen bedeuten, wenn sie das einnehmen? Inwieweit kann sie das unterstützen? Also können dann entsprechend vielleicht Gewebzerstörungen oder auch inflammatorische Prozesse reduziert oder eingedämmt werden? Ich will da speziell extra vorsichtig sprechen und jetzt hier keine Versprechungen machen, sondern nur welche Möglichkeiten eventuell bestehen könnten für die Patienten. Wir dürfen ja keine gesundheitsbezogenen Aussagen machen. Deswegen halten wir uns auch in dieser Hinsicht zurück und deswegen werde ich das ein bisschen umschreiben. Wenn wir also im Rahmen eines oxidativen Bursts von diesen funktionalen Neutrophilen eine Reduktion der Präsenz und Aktivität dieser reaktiven Sauerstoffradikale haben, und das bezieht sich jetzt aufs Gewebe, dann können wir in einem Rückschluss auf einen Gesamtorganismus davon ausgehen, dass das in einem Gesamtorganismus ebenfalls passieren wird und auf diese Art und Weise dieser lokale im Gewebe existierende Radikalüberschuss vermindert wird. Das wiederum kann den gesundheitlichen Zustand an dieser Stelle verbessern. Gleichzeitig, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht sollte ich das noch mal ganz kurz ausführen auch. Wir wollen ja nicht hergehen und die reaktiven Radikale alle hemmen. Wir wollen sie ja nur zum Teil hemmen. Das heißt, in anderen Worten ausgedrückt, wenn jetzt beispielsweise Ihre Produkte nicht eine Hemmung hätten im Bereich von 30 bis ungefähr 40% herum, sondern von 100%, dann wären wir kontraproduktiv, weil wir brauchen diese Radikale und wir würden auf diese Art und Weise natürlich auch unsere angeborene Immunabwehr deutlich in Mitleidenschaft ziehen. Und genau das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen speziell und spezifisch auf diesen Radikalüberschuss im Gewebe hinaus. Und deswegen sind diese Werte, ich habe schon gesagt, etwa 30 bis 40%, hängt von dem Blue-Antox-Produkt ab und der entsprechenden Kombination, hängt auch von der Einnahmeempfehlung ab, die gerade beim Sport höher ist als bei den anderen Produkten. Das muss man alles mit ins Kalkül ziehen. Aber im Bereich einer kalkulierten, einer berechenbaren Wirkstoffkonzentration im Blut bei Zugabe des Wirkstoffes in einer Konzentration, die der täglichen Aufnahme entspricht, bekommen wir tatsächlich eine Hemmung, die in diesem Bereich liegt, 30 bis 40%. Und das ist ein außerordentlich bemerkenswerter, guter Wert, aber auch gleichzeitig nicht so, dass wir noch an anderen Schräubchen drehen, was wir gar nicht wollen. Ja, das kann ich sozusagen sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, denn wenn ich so unter Therapeuten, unter Ärzten generell spreche, oder auch Menschen, wenn sie das Wort radikal hören, es geistert immer herum, dass alle Radikale schlecht sind. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dass Sie nochmal gesagt haben, wir brauchen auch Radikale, damit dieses ganze komplexe Zellsystem funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn es geistert immer nur rum, Radikale sind schlecht. Bedingt ja, aber wir brauchen sie auch zum Leben. Definitiv. Deswegen habe ich das auch ein bisschen ausführlicher ausgeführt. Wir brauchen die Radikale. Sie sind wichtig für das Funktionieren unseres Organismus. Wir brauchen aber keinen Radikalüberschuss. Und das ist der entscheidende Punkt. Ganz genau. Und was ist so Ihre Meinung? Könnten wir auch, das ist ja jetzt etwas Natürliches und es gibt natürlich auch viele chemische Produkte, die erhältlich sind. Und hätte man eventuell jetzt auch hier die Möglichkeit, eben diese Chemie durch die Natur zu ersetzen, zumindest teilweise. Also wir brauchen die Schulmedizin, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist absolut wichtig in der Notfallmedizin. Wir sind dankbar, dass wir es haben.
Vielleicht aber auf mittel- oder langfristige Handhabung gesehen, könnte man ja dann sagen, Mensch, dann reduziere ich die Chemie, um dann eben das durch die Natur zu ersetzen. Das wäre auch genau meine Überlegung gewesen, meine Vorgehensweise. Beide Aspekte sollte man nebeneinander betrachten und sich nicht nur ausschließlich auf einen Aspekt konzentrieren. Aber wir wissen ja, dass beispielsweise Entzündungshemmer immer mit Nebenwirkungen behaftet sind, insbesondere wenn man sie über längere Zeiträume einnehmen muss. Da gibt es ja ganz klare Reglementierungen. Bei den einen wird die Magenschleimhaut in Mitleidenschaft gezogen, bei anderen darf man bestimmte Konzentrationen pro Tag nicht überschreiten. Und speziell dann, wenn wir chronische Prozesse haben, würden beispielsweise die Produkte von Ihnen dazu führen, dass wir sukzessive, das muss jeder für sich selbst natürlich austesten, die Chemie reduzieren und das andere sukzessive dadurch substituieren lassen. Und unter Umständen kommt man dann dahin, dass man sagen kann, wir können vielleicht irgendwann mal die Chemie ganz weglassen und verwenden dann nur noch diese, sagen wir mal, pflanzlichen Produkte und nicht die chemischen Produkte. Wobei natürlich pflanzliche Produkte ist auch Chemie, nur es ist, ich sage jetzt mal, natürliche Chemie und nicht im Reagenzglas hergestellte Chemie. Das heißt also, der Aspekt oder ich glaube, was ja auch unser beider Ziel ist oder auch die Untersuchung, die Sie durchführen, dass wir vielleicht langfristig einfach mehr wieder zurück zur Natur kommen und schauen, wie Sie sagen, die Chemie steckt ja in jeder Pflanze drin. Es ist ja auch eine Naturchemie, die wie ein Wunder hergestellt wird. Und dass wir sagen, wir nutzen eben mehr die Natur und die Chemie in akuten Zuständen, gar keine Frage. Aber dass wir es dann eben ausschleichen können, um dann nicht noch weitere, ja, Kaskaden, schlechtere Prognosen für die Patienten irgendwie zu forcieren. Weil das ist ja leider so, wie Sie sagten, die haben ja leider Nebenwirkungen, die oft, ja, teilweise dramatische Auswirkungen haben, was aber auch belegt ist. Ja, so würde ich das sehen. Beides gleichberechtigt nebeneinander. Und für jemanden, der gegenüber Naturprodukten oder auch pflanzlichen Produkten, wie sagt man so schön, open-minded ist auch zugänglich ist, wäre es sicherlich eine Empfehlung zu sagen, ich probiere es einfach und schaue, ob das Produkt tatsächlich dazu führen kann, in meinem individuellen Fall, wenn ich auf Medikamente angewiesen bin, aus dem Chemieregal, so will ich es jetzt mal nennen, diese zu reduzieren, die Leber wird sicher danken. Ja, ich glaube, das ist, es muss jeder für sich selber entscheiden. Wir können es nur anbieten. Und ich glaube, darum geht es uns ja letztendlich, dass die Menschen gesünder werden. Das ist ja das Ziel, was am Ende steht. Und ja, dass die Natur uns auch heilen kann. Ja. Vielleicht nicht nur allein gesünder, sondern ich würde den Bogen noch etwas weiter spannen, weil wenn es mir gesundheitlich besser geht, dann ist auch meine Lebensqualität verbessert. Dann fühle ich mich wohler, also ein verbessertes Wohlempfinden. Sprich, meine ganze Lebenseinstellung kann sich hier ins Positive verändern und kann mich wieder sozusagen zurückbringen on the line. Das ist ein ganz toller Satz. Und zurück zur Natur und zurück zur eigenen Intuition. Und Sie sind ja auch ein Naturmensch, was vielleicht nicht jeder meinen würde, wenn man jetzt den fachkompetenten Hintergrund sieht. Und aber ich glaube, die Natur, die Tiere, die zeigen uns ja, was es heißt, einfach die Natur wieder zu genießen und vor allen Dingen ja, es wieder zu fühlen, auch den eigenen Körper. Und deswegen back to the line, oder das habe ich auch noch nicht gehört, ist ein Habe ich auch hervorragender gerade erfunden. ja. Also ich glaube, Sie leisten eine absolut wertvolle Arbeit und ich bin einfach dankbar, dass ich, ja, nennen wir es, durch Zufall auf Sie gestoßen bin oder auf Sie zustoßen durfte und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für all das, was Sie tun, weil letztendlich helfen Sie den Menschen, ja, ihr Wohlbefinden zu steigern und geben ihnen Unterstützung an die Hand zu sagen, hey, probiert's doch auch mal damit oder damit und schaut mal, ob es eventuell Alternativen gibt und sie belegen es ja. Also das ist, finde ich, einfach das Grandiose. Es ist unabhängig und es ist wirklich wissenschaftlich geprüft und somit kann jeder aus diesem Potpourri das nehmen, was für ihn passt.
Definitiv, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Wir sind ein neutrales Forschungsinstitut und von dieser Seite her sind wir es natürlich auch unserem wissenschaftlichen Ehrenkodex geschuldet, dass unsere Untersuchungen regelrecht durchgeführt werden, gute Laborpraxis zeigen, GLP, wie es so schön heißt, und auch nachvollziehbar und reproduzierbar sein sollten. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Dartsch, erstmal für Ihre Zeit, für Sehr diese gerne. sehr, sehr verständlichen Ausführungen. Und den Prüfbericht kann natürlich, ja, wer ihn haben möchte, der steht natürlich zur Verfügung, das ist selbstverständlich. Und wer Fragen hat, einfach schreiben. Und wir freuen uns einfach, wenn mehr und mehr Menschen mehr Wohlbefinden erlangen, gesünder werden und damit wieder zurück zur Natur finden. Herr Professor Dartsch, ich sende viele Grüße ins Labor, auch in die Natur, wo Sie sich hoffentlich bald wieder befinden und danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ja, freue mich darauf, wieder aktiv werden zu können. Wir haben ja schon da wieder was ausgeheckt. Schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen werden. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße ins Labor. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.